Ich bete noch einmal mit uns und dann übernimmt Matthias. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns wirklich deinen Sohn gegeben hast, dass unser Herr Jesus Christus, dass er auf die Erde kam, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen, aber dass er eines Tages wiederkommen wird, um zu herrschen. Wir sind in unserem Alltag oftmals so gefangen, dass wir unseren Blick immer nur auf den nächsten Tag werfen und nicht nach oben, nicht auf die große Perspektive. Und ich möchte dich bitten, mach doch das Thema, das der heutige Abend dazu beiträgt, lieber Herr Jesus, dass wir dich erkennen, wer du bist und dass wir ein neues Verlangen haben, dich genauer kennenzulernen und mit dir zusammen zu leben. Bitte segne jetzt Matthias und gib uns offene Herzen und offene Ohren für dich. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Menschen im Wahn erlebt hat. Es ist auf den ersten Blick erst einmal ein sehr eindrückliches, manchmal sehr humorvolles Erleben, auf den zweiten Blick dann doch erschreckend. Ich hatte die Situation vor kurzem, wo ich mit einem Patienten zu tun hatte, der eine ausgeprägte Gangstörung hatte, kaum geradeaus gehen konnte, aber sagte, ich muss jetzt nach Brüssel. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Warum müssen Sie denn unbedingt nach Brüssel? Da hat er lange ausgeholt, hat mir erklärt, ja, in den 90er Jahren war er im Irakkrieg, da wurden ihm Implantate zwischen die Ohren gesetzt, seitdem können sie alles sehen, was er denkt und tut, beobachten ihn permanent und jetzt liegen eben in Brüssel Bomben und er hat die zwei Elemente, die diese Bomben entschärfen können. Er konnte mir natürlich auch nicht genau erklären, was es ist, aber er war zutiefst überzeugt davon. Ich habe Argumente bringen können noch und nöcher. Er hat sich nicht abbringen lassen können davon. Ein ganz typisches Symptom für einen Wahn. Man kann noch so toll rational argumentieren, der Mensch, der im Wahn ist, wird sich nicht davon abbringen lassen. Der Vorwurf, jemand leide an einem Wahn, ist aber nicht immer zutreffend. Es gibt unterschiedliche Wege, sich unliebsame Feinde irgendwie fernzuhalten oder sie einfach aus dem Weg zu räumen. Man kann ihnen argumentativ begegnen, heutzutage eher selten gesehen. Man kann ihnen aber auch einfach vorwerfen, der ist doch verrückt. Wenn jemand verrückt ist, muss ich nicht auf ihn hören. Vor 2000 Jahren kam ein Mensch in einem unbedeutenden Landstrich zur Welt, Jesus. Er behauptete, Gott zu sein. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, jetzt geht jemand auf die Straße und sagt, Leute, ich bin Gott. Da würden wir doch wahrscheinlich auch sagen, bitte erstmal in die Psychiatrie. Und wisst ihr was? Gäbe es eine Psychiatrie, würden die Familie von Jesus ihn da bereits hingebracht haben. In Markus 3, Vers 21 sagt die Familie, sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Also die eigene Familie glaubte genau das. Er ist von Sinnen. Er hat sie nicht mehr alle. Weil er sagt, dass er Jesus, dass er Gottes Sohn ist. Wenn man sich Jesus etwas genauer anguckt, wird man aus psychiatrischer Sicht relativ schnell sagen müssen, das passt nicht. Ein Mensch unter Wahn kann nicht das tun, was Jesus tut, kann nicht über so viele Jahre hinweg so konstant ein Leben führen, das auf den anderen ausgerichtet ist, das in Nächstenliebe geübt wird. Die andere Möglichkeit wäre die zu sagen, Jesus hat einfach gelogen. Er war ein normaler Mensch, er war nicht irre, er war nicht verrückt. Aber er hat einfach gelogen. Er hat einfach gesagt, ich bin Gottes Sohn und war es eigentlich nicht. Aber am Ende mit 33, also relativ jung, geht er für eine Lüge in den Tod, stirbt qualvoll für etwas, was er selbst als Lüge in die Welt gesetzt hat. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn man sich das Leben von Jesus etwas genauer anguckt und wir werden heute so die Grundsäulen davon anschauen, was Jesus auszeichnet, dann wird man eher Napoleon zustimmen müssen, der von sich behauptet, ein guter Menschenkenner zu sein. Er sagt Folgendes, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus Christus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister sehen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Gründern von Imperien und den Göttern anderer Religionen. Diese Ähnlichkeit existiert nicht. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Geist erfüllt mich mit tiefer Ehrfurcht. Sein Wille verwirrt mich. Zwischen ihm und irgendjemanden sonst in dieser Welt gibt es keine Vergleichsmöglichkeit.
Er ist wirklich eine einzigartige Erscheinung. Und was Jesus so unglaublich einzigartig macht, wollen wir heute an der Primärquelle selbst studieren, nämlich in der Bibel. Wir wollen uns die Bibel anschauen, eine historische Quelle, und uns fragen, was sagt die Bibel selbst über Jesus Christus, dass Jesus Christus ist. Das Thema heute lautet deshalb ganz einfach und schlicht: Wer ist Jesus Christus? Und wir gucken uns dafür sozusagen eine Kurzzusammenfassung an von Jesus Christus. Wir gucken uns eine Kurzzusammenfassung, so ein Abstract an, wo in nur 6 Versen dargestellt wird, was die Bibel über Jesus Christus lehrt. Und dieser Text, wie ihr euch vorstellen könnt, hat es in sich, denn in 6 Versen über Jesus steckt eben ziemlich viel drin. Deswegen möchte ich Folgendes vorschlagen. Ihr habt, glaube ich, inzwischen alle das Handout bekommen. Ihr schlagt entweder in eurer Bibel oder auf dem Smartphone oder anhand des Handouts, was ihr jetzt bekommen habt, die Stelle im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 20 auf und lest euch diesen Text erstmal in Ruhe durch. Ihr werdet merken, dass in meinem Handout so ein paar kleine Hinweise sind auf bestimmte Dinge, die ich gleich nochmal etwas genauer erläutern werde. Aber das muss euch erstmal gar nicht so groß interessieren. Schaut euch einmal den Text an. Ihr habt dafür gleich 3 Minuten und dann werden wir den gemeinsam durchgehen. Und fragt euch, was sagt dieser Text über Jesus? Und malt euch gern auch Fragezeichen irgendwo dran, wenn ihr sagt, das verstehe ich jetzt so gar nicht. Das ist wirklich Kauderwelsch für mich, weil das Begrifflichkeiten sind, die ich mit im Alltag überhaupt nicht irgendwie mit konfrontiert bin. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieses Abends, und damit meine ich nicht in 3 Stunden, sondern in einer Dreiviertelstunde, dass wir dann gute Antworten gefunden haben und wirklich verstanden haben, was Jesus Christus auszeichnet. Ihr habt jetzt diese 3 Minuten. Das ist völlig klar, aber dafür ist ja auch dieser Abend da, dass wir das gemeinsam tun. Paulus hat diesen Brief an die Kolosser geschrieben und er geht später in dem Brief auf einige Herausforderungen ein, mit denen diese ganz junge Gemeinde dort konfrontiert ist. Bevor er das tut, gibt er ihnen sozusagen so die Ecksäulen ihres Glaubens mit. Sagt, das müsst ihr unbedingt wissen über Jesus Christus. Und er verwendet dafür alle griechischen Leuchtmarker, die ihm zur Verfügung stehen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn man den Text jetzt im Original liest, dass da einem quasi, das ist alles fett gedruckt, groß und gelb markiert. So müsst ihr euch diesen Text vorstellen. Und damit ihr so ein bisschen versteht, wie das funktioniert, habe ich euch dieses Handout mitgebracht. Das, was bei uns ein Reim ist im Griechischen ein Parallelismus, ähnlich wie im Hebräischen. Ein Parallelismus bedeutet, das sind irgendwelche parallelen Strukturen. Schauen wir uns einmal den Text an. Paulus verwendet zweimal die gleiche Formulierung. Und zwar einmal ganz am Anfang, dieser ist das Ebenbild. Wie gesagt, auf die Inhalte gehen wir dann gleich an, aber ich will euch das einmal kurz an der Struktur zeigen. Dieser ist das Ebenbild in Vers 15. Und dann kommt er später, und das sieht man im Deutschen ebenso gar nicht, er, der Anfang ist,
Aber im Griechischen steht genau das Gleiche. Dieser ist der Anfang und im Vers 15 dann, dieser ist das Ebenbild. Dann verwendet er zweimal die Formulierung Erstgeborener. Dann verwendet er zweimal die Formulierung, also er verwendet einmal, dieser ist das Ebenbild, dann dieser ist der Anfang und dann und er ist in Vers 17 und dann nochmal in Vers 18 und er ist. Dann hat er noch eine parallele Struktur und zwar denn in ihm in Vers 16. Und das Gleiche kommt dann nochmal in Vers 19, aber auch hier im Deutschen nicht ersichtlich, denn es gefiel Gott in ihm. Aber eigentlich beginnt der Vers dort mit, denn in ihm gefiel es Gott. Ja, und dadurch ist es dann entsprechend im Deutschen etwas verzerrt. Wenn wir das jetzt einmal rauszoomen, auch wenn ihr dann gerade für einen Augenblick nicht ganz so viel sehen könnt, sieht man, dass es eben diese parallele Struktur gibt. Es gibt den Vers 15, der sich mit Vers 18b spiegelt und dann die anderen unterschiedlichen Teile, wo er jeweils parallel argumentiert. Dann fällt auf, dass er eine Formulierung verwendet im Griechischen, die sagt, Jesus, dass das alles irgendwie mit Jesus zu tun hat. Und zwar sagt er, alles ist in ihm. Und dann alles ist durch ihn und alles ist für ihn. Ich markiere euch das einmal, dann seht ihr das. Also, na, jetzt will er das natürlich hier nicht machen. Ja, dann markiere ich das im Griechischen. Also, alles ist in ihm und dann am Ende. Jetzt kriege ich das hier nicht zurück. Bearbeiten, rückgängig. So, ich danke. Dann alles ist durch ihn und alles ist für ihn. Und jetzt, wenn ihr weiter runter geht, bearbeiten und zurück. So, ich muss das hier. Genau, so, jetzt habe ich es. Und wenn ihr jetzt weiter runter geht, dann seht ihr in Vers 19, nimmt er genau die gleichen Präpositionen nochmal auf. Alles ist in ihm. Alles ist durch ihn, Vers 20. Ja, und jetzt wieder im Deutschen, er hat alles mit sich selbst versöhnt. Nein, im Griechischen heißt es, alles ist zu ihm hin, die gleiche Präposition. Also er sagt zweimal, alles ist in ihm, durch ihn, zu ihm hin und dann später nochmal, alles ist in ihm, durch ihn und zu ihm hin. Das soll auch an dieser Stelle erstmal reichen, was die Strukturanalyse angeht. Es gibt noch ein paar mehr Besonderheiten, aber der griechische Leser wird diesen Text lesen und bei jeder Aussage einmal innehalten und sagen, wow. Also das, zumindest ist es dem Schreiber ziemlich wichtig, was er hier sagt. Und wir wollen jetzt einen Schritt nach dem anderen gehen und uns fragen, was genau ist inhaltlich denn so wichtig, denn das ist ja viel wichtiger, als die Struktur zu sehen. Wir beginnen ganz vorne. Und zwar schauen wir uns einfach an, in welchen Relationen Jesus zu unterschiedlichen Bereichen des Lebens steht. Und der erste Lebensbereich ist Jesus und die Beziehung zu Gott. Jesus und Gott. Und zwar in Vers 15 beginnt er mit der Frage, in welcher Beziehung steht Jesus zu der wichtigsten Person, die es überhaupt gibt, nämlich zu Gott. Jesus und Gott. Und er sagt Folgendes, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hier erfahren wir zuerst einmal, dass Gott unsichtbar ist, also nicht Teil dieser Welt, nicht immanent, sondern eben transzendent. Und damit stellt sich eine ganz entscheidende Frage, wie können wir etwas von dem unsichtbaren Gott kennenlernen, wenn er doch unsichtbar ist? Und einige von euch sagen dann vielleicht, ja, Immanuel Kant hat ja genau das Gleiche gesagt. Wir können prinzipiell nichts von Gott wissen, weil, richtig, er transzendent ist und wir deshalb eben prinzipiell keinen Zugang zu ihm haben. Karl Barth sprach auch von dem ganz anderen, von dem komplett getrennten von uns. Und da ist schon was Wahres dran, denn Gott ist der ganz andere. Er ist, wenn er denn Gott ist, ja nicht ein Teil von uns, nicht etwas, was wir eben mit physikalischen Mitteln irgendwie erfassen können, sondern eben Gott. Eine ganz eigene Größe, eine ganz eigene Entität.
Und jetzt sagt Paulus gleich zu Beginn dieses Lobesliedes auf Jesus Christus, dass es aber eine Möglichkeit gibt, etwas von Gott zu erfahren. Und das ist ganz schön krass, denn auch im Griechenland glaubte man nicht, dass man einfach ohne weiteres etwas über Gott erfahren kann. Und er sagt hier in Vers 15, dieser, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, auf der einen Seite habe ich den unsichtbaren Gott, zu dem ich keinen Kontakt haben kann, weil er unsichtbar ist, aber ich habe einen Mittel oder einen Weg, um diesen Gott kennenzulernen, nämlich durch Jesus Christus, denn er ist das Bild von Gott. Und hier spielt Paulus natürlich mit der Sprache. Jesus ist das Bild in dem Sinne, als dass wir in Jesus Christus Gott sehen können. Er meint damit nicht, dass in Jesus so ein bisschen was von Gott ist, wie ein Künstler etwas von sich in sein Kunstwerk hineinlegt, sondern er meint mit dem Bild, was er hier verwendet, dass Jesus Christus komplett Gott sichtbar macht. Und das deckt sich absolut auch mit anderen Stellen, die wir in der Bibel finden. Zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 44, da sagt Jesus: Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das heißt, wer Jesus sieht, sieht den Unsichtbaren, nämlich Gott, weil Jesus selber das Ebenbild Gottes ist. Damit stellt sich eine weitere Frage. Wenn Jesus Gott zeigt, ist Jesus dann einfach ein ganz besonderer Prophet? Ist Jesus einfach, ja, ich sag mal, von Gott begabt, so nach dem Motto, Gott hat sich Jesus rausgesucht, hat gesagt, du bist ein besonders toller, der eben auch ganz gut lebt, der auch Nächstenliebe praktiziert und du sollst etwas von meiner Herrlichkeit, von meiner Größe zeigen? Diese Frage beantwortet Paulus gleich im nächsten Schritt. Und zwar geht er hier in der zweiten Zeile gleich auf diese Frage ein, indem er Jesus in Relation setzt zur Zeit. Mit anderen Worten, ist Jesus geschaffen, so wie wir auch, und damit eben nur, ich sag mal, ein etwas besserer Mensch, oder ist Jesus ewig? Und Paulus gebraucht hier eine nach wie vor poetische Sprache. Er sagt, Jesus ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Jesus ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was heißt Erstgeborener? Erstgeborener klingt ja danach, zuerst wurde Jesus geschaffen, danach wurden die Menschen geschaffen. Das heißt, auch Jesus wäre damit ein geschaffenes Wesen. Jesus selber aber sagt von sich, Johannes 8, Vers 8, gebraucht eine Präsensform, die deutlich macht, ich habe schon immer existiert. Und das deckt sich absolut mit allen anderen Stellen in der Bibel, die wir über die Aussagen von Jesus finden, die sich mit der Zeitfrage auseinandersetzen. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, bedeutet hier, dass Jesus eine prinzipielle, qualitative Vorrangstellung gegenüber der Schöpfung hat. Und das heißt nichts anderes, als dass Jesus ewig ist. Jesus selbst ist ewig. Warum? Wir dürfen an dieser Stelle nicht aufhören zu lesen. In Vers 16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen. Jemand, der alles erschafft, kann nicht selbst geschaffen sein. Das heißt, Erstgeborener an dieser Stelle meint, dass er in einer herausgehobenen Stellung zur Schöpfung steht. Und zwar liegt die herausgehobene Position darin begründet, dass er selber nicht geschaffen ist, sondern ewig ist. In Johannes 1, Vers 1 bestätigt sich das. Dort heißt es, im Anfang war das Wort, also Jesus Christus, und das Wort war bei Gott, und das Wort war ausnahmslos oder ohne Einschränkungen Gott. An dieser Frage hat sich in der frühen Kirchengeschichte ein großer Streit entzündet. Und die frühen Kirchenväter haben darüber gestritten, ob Jesus nun geschaffen ist, ob er zeitlich begrenzt ist oder ob er ewig ist. Und ihr findet auf der Rückseite, das könnt ihr aber nach der Jugendstunde euch mal in Ruhe durchlesen, ein Konzil, wo diese dichte Lehre über Jesus Christus in anderen Worten nochmal auf den Punkt gebracht wird. Und dort heißt es, dass Jesus geboren vom Vater ist, eingeboren, das heißt von des Vaters Wesen, Gott von Gott, Licht von Licht, vom wahrhaftigen Gott geboren, aber nicht geschaffen. Das heißt, auch hier wird nochmal in andere Worte gekleidet, was Paulus hier mit den Worten auf den Punkt bringt, er ist der Erstgeborene,
der über aller Schöpfung ist. Aber wenn Jesus ewig ist, wenn Jesus nicht nur Gott darstellt, sondern eben selber Gott ist, weil er ewig ist, in welcher Beziehung steht er dann zu der Welt, zu dem, was um uns herum sich befindet? Und darauf geht dann Paulus in dem nächsten Abschnitt ein. Und damit sind wir beim dritten Punkt von fünf. Und zwar ab Vers 16. Und hier geht jetzt Paulus eben auf die Weltebene ein, in der wir uns im Grunde genommen befinden. Dort schreibt er ab Vers 16, denn in ihm, also immer noch in Jesus Christus, ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Reihe nach. Paulus sagt hier, dass Jesus Christus alles erschaffen hat. Er sagt, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Und um diesem Ausdruck alles nochmal Nachdruck zu verleihen, formuliert er das nochmal aus. Er sagt, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und hier fügt er noch eine poetische Version ein, und zwar den, schönen Chiasmus. Und den kann man hier mal schön darstellen, warum er Chiasmus heißt. Chiasmus heißt nichts anderes, als dass es über Kreuz ist. So, ich habe es geschafft. Und zwar bezieht sich Himmel auf unsichtbar, weil der Himmel eben nicht sichtbar ist, und die Erde auf das Sichtbare. Das heißt, er möchte mit diesem Ausdruck hier deutlich machen, er hat wirklich alles gemacht. Er hat nicht nur das gemacht, was uns direkt vor Augen ist, sondern er hat doch die Galaxien gemacht, von denen wir jetzt noch nicht mal was wissen oder die wir nur aus Berechnungen irgendwie was erfahren, aber nie gesehen haben. Alles hat er gemacht, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das bestätigt sich auch in anderen neutestamentlichen Stellen. Ich lese nur eine einmal vor, Hebräer 1, Vers 2, durch den, also durch Jesus, er auch die Welten gemacht hat. Das heißt, die Gesamtheit des Universums ist tatsächlich nicht das Produkt von Zufall, sondern das Produkt von einem intelligenten Planer, der das alles ins Dasein gerufen hat. Der Physiker Freeman Dyson sagte, er war Atheist, wenn wir in das Universum hinausschauen und uns die vielen Zufälle der Physik und der Astronomie vergegenwärtigen, die zu unserem Vorteil zusammengewirkt haben, dann sieht es so aus, als hätte das Universum von unserem Kommen gewusst. Und jeder, der sich ein wenig mit den Feinkonstanten, mit den physikalischen Gegebenheiten unserer Welt auseinandersetzt, wird zustimmen müssen. Denn alles, die gesamte Materie, in der wir uns befinden, ist so strukturiert, dass Leben möglich ist. Ich bringe euch mal so zwei, drei simple Beispiele, die man sich ganz gut vorstellen kann, auch wenn man nicht so viel Ahnung von Physik hat, wozu ich mit dazugehöre. Der Abstand zwischen Erde und Sonne muss genau stimmen, klar. Wäre er zu klein, würde das Wasser verdunsten. Wäre er zu groß, würde es auf der Erde zu kalt zum Leben sein. Eine Änderung dieses Abstands um nur 2% würde alles Leben beenden. Der Planet muss mit der richtigen Geschwindigkeit rotieren, zu langsam, und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht wären zu extrem. Zu schnell, und die Windgeschwindigkeiten wären verheerend. Die Grundbausteine, Atome und Moleküle, müssen exakt fein abgestimmt sein in ihren teilweise Potenzen, die man gar nicht mehr richtig ausschreiben kann. Das führte den Mathematiker und Astronom Sir Fred Hailey dazu, zu sagen, es sieht so aus, als ob ein Superintellekt mit der Physik ebenso wie mit der Chemie und Biologie herumjonglieren würde. Und wenn wir von dem biblischen Befund ausgehen, muss man sagen, es sieht nicht nur so aus, es ist tatsächlich auch so. Und zwar so exakt herumjonglieren, dass das Unmögliche möglich wird, nämlich dass Leben tatsächlich möglich ist. Dafür müssen so viele Gegebenheiten vorhanden sein, dass ein Zufall ausgeschlossen ist. In genau die gleiche Kerbe, und ihr habt vorhin den Flyer schon einmal gesehen, schlägt auch der MAH-Vortrag am 19. eine herzliche Einladung auch dazu, wo der Molekularbiologe Dr. Borger einen Vortrag hält über Encode DNA. Das ist ein Projekt, wo die DNA unseres menschlichen
Körpers seit 2003, meine ich, ist es, entschlüsselt wird. Und wir alle haben noch im Schulunterricht gelernt, dass 80-90% unserer DNA Müll sind, Junk-DNA, weil natürlich durch Millionen von Jahren Evolution sich ganz viel Müll eben angesammelt hat und eben per Zufall einige wenige Prozent dann doch Funktion tragen. Die Forschungsergebnisse, die wir hier bekommen durch dieses Projekt, zeigen, dass mindestens 80% der DNA doch Funktion tragen. Und das ist enorm, denn wenn 80% unserer DNA doch Funktion haben, dann kann das nicht durch Jahre, Jahrmillionen von Zufall und Selektion erklärt werden. Also an dieser Stelle nochmal die Einladung dazu, kommt gern dazu. Nochmal zurück zu Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Jesus und Welt, das ist eine Beziehung, wo die Hierarchie völlig klar ist. Jesus hat diese Welt gemacht und hat alles in dieser Welt ins Dasein gerufen. Und dann geht Paulus auf eine Seite dieser Welt ein, die immer noch in die Unsichtbare hineinfällt. Er spricht dann, nachdem er Himmel und Erde sichtbar und unsichtbar benannt hat, von Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Und diese vier Begriffe lassen ja erst einmal erahnen, als ob er von politischen Mächten schreibt. Aber der Leser des Kolosserbriefes hat etwas ganz anderes verstanden. Und zwar gab es die Lehre unter den Juden, dass die Engelwesen eine bestimmte Hierarchie hatten und dass sie sozusagen in unterschiedlichen Rangordnungen unterwegs waren. Und diese Rangordnungen wurden richtig benannt nach Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Und Paulus sagt, völlig egal, in welcher Rangordnung irgendein Engel unterwegs ist, Jesus hat sie gemacht. Denn die Kolosser neigten dazu, diese Engelwesen anzubeten, das liest man im Kapitel 2 dann, und bevor er auf diese Problematik eingeht, sagt er von vornherein, ihr müsst und dürft nur den anbeten, der alles gemacht hat. Ihr könnt doch nicht Dinge anbeten, die gemacht sind, die geschaffen wurden. Und er sagt hier an dieser Stelle, dass Engelwesen genauso wie alle dunklen Mächte geschaffen sind, gemacht wurden und von Jesus ins Dasein gerufen wurden, womit er nicht sagt, dass er das Böse selbst initiiert hat, aber dass er trotzdem der Herr darüber ist. Ich verweise auf die Jugendstunde von vor 2 Wochen über Okkultismus. Nachdem er eben deutlich gemacht hat, dass alles ins Dasein gerufen wurde, wirklich ausnahmslos alles von Jesus, macht er noch einen weiteren Punkt, den er oben drauf setzt. Er sagt, alles ist durch ihn geschaffen, das wissen wir bereits, aber alles ist auch für ihn geschaffen und Vers 17 jetzt, und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er verwendet relativ oft den Ausdruck alles, deswegen habe ich euch immer die griechische Version dahinter geschrieben. Paulus möchte deutlich machen, es ist wirklich alles. Alles in der Schöpfung ist von Jesus gemacht, alles in der Schöpfung wird durch Jesus erhalten, Vers 17 am Ende, alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, dass Jesus zu jedem Zeitpunkt die Welt erhält, dass er alle Naturgesetze in Kraft bleiben lässt, dass er zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, dass die Synapsenbewegungen und Elektronenfeuerungen in unseren Gehirnen tatsächlich Gedanken ergeben, wenn es gut läuft. Und das ist der wichtigste Ausdruck, den er hier verwendet, alles ist für ihn geschaffen. Und auf diesen Aspekt müssen wir noch einmal kurz etwas genauer eingehen, bevor wir dann uns den nächsten Versen zuwenden. Also alles ist für ihn geschaffen. Was meint er genau damit? Er meint damit, dass die Schöpfung nicht so ist, wie ein Uhrmacher eine Uhr erstellt. Ein Uhrmacher, ganz früher, hat die Uhr aufgezogen, nachdem er sie hochkomplex zusammengefügt hat und hat die Uhr dann sich selbst überlassen. Dann war sein Werk getan. Es sei denn, die wurde kaputt gemacht oder so, dann musste er sie nochmal reparieren, aber dann hat er sie in Ruhe gelassen. Und viele stellen sich Gott und stellen sich Jesus genauso vor. Sie denken, Gott hat die Welt einmal ins Dasein gerufen, hat sie einmal aufgezogen und überlässt sie dann sich selbst. Aber tatsächlich ist es so, dass Jesus die Welt ins Dasein gerufen hat, sie erhält mit einem Ziel. Das heißt, alles in dieser Welt hat ein Ziel
und zwar das Ziel, für Jesus Christus da zu sein, zu seiner Ehre da zu sein. Die Welt will, die Schöpfung will von sich selbst wegweisen auf denjenigen, der sie gemacht hat. Die Schöpfung verweist über sich selbst hinaus. Man könnte sagen, aus der Immanenz in die Transzendenz, aus der Diesseitigkeit in die Jenseitigkeit oder auch aus der Endlichkeit in die Ewigkeit. Wer sich mit der Schöpfung genauer auseinandersetzt, muss so sehr staunen über die Details und über den Einfallsreichtum dieses Superintellekts, dass er am Ende nicht über die Schöpfung nachdenkt, sondern über den Schöpfer. Darin enthalten ist aber auch, dass der Mensch auch für ihn da ist. Auch der Mensch wurde geschaffen, damit er für Jesus Christus da ist, das heißt zu seiner Ehre lebt. Oder mit anderen Worten, dass der Mensch Jesus Christus zu dem macht, der er eben ist, der Mittelpunkt. Aber wenn wir in unser Leben hineinschauen, werden wir relativ schnell feststellen, dass ziemlich vieles in unserem Mittelpunkt steht, aber bestimmt nicht Jesus Christus. Die wenigsten wachen morgens mit dem Gedanken auf und denken, wie kann ich Jesus zu meinem Mittelpunkt machen? Sondern wir haben unsere Sorgen, wir haben unsere Herausforderungen, wir haben unsere Karriere, wir haben unsere Gesundheit, unsere Sicherheit im Mittelpunkt, aber wir haben definitiv nicht Jesus im Mittelpunkt. Das heißt, die Frage ist, wie können wir so leben, dass wir für Jesus Christus sind, dass wir genau das erfüllen, was hier in Vers 16 drin steht. Und ich muss euch vertrösten, wir kommen im übernächsten Punkt auf diese Frage nochmal zu sprechen, weil Paulus, bevor er diese Frage beantwortet, noch eine andere Sache zwischenschaltet, die Jesus Christus auszeichnet. Wir haben uns drei Punkte angeguckt. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus im Verhältnis zu Gott steht, und zwar stellt er Gott dar, zeigt den Weg zu Gott, er ist das Ebenbild Gottes. Dann haben wir uns angeschaut, wie, in welcher Relation Jesus zur Zeit steht und haben gesehen, dass Jesus ewig ist und eben nicht geschaffen wurde. Ja, vielmehr im dritten Punkt, dass Jesus im Verhältnis zur Welt diese Welt gemacht hat und dass er diese Welt erhält und dass die gesamte Welt dazu da ist, dass sie Jesus Christus zum Mittelpunkt macht und ihn ehrt. Damit kommt Paulus in diesem Loblied über Jesus Christus zu einem vierten Punkt. Und den finden wir ab Vers 18. Hier schreibt Paulus Folgendes. Und er ist, als immer noch Jesus Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, oder wörtlich, dieser ist der Anfang, in Anlehnung an Vers 15, dieser ist das Ebenbild hier, dieser ist der Anfang. Der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Damit kommen wir zum vierten Punkt, den Paulus hier darstellt über Jesus Christus, und zwar Jesus und Kirche. Ab Vers 18, Jesus und Kirche. Es gibt viele verschiedene Bilder, die die Bibel für die Kirche meint, und mit Kirche meine ich nicht die Institution Kirche, sondern meine ich das, was die Bibel mit Kirche meint, und ihr werdet gleich feststellen, was das genauer ist. Das Bild des Körpers, was Paulus auch hier verwendet, er sagt ja, Jesus ist das Haupt des Leibes. Leib ist ein alter Ausdruck für Körper. Das Bild des Körpers wird aufgenommen und beschreibt diese dynamische und lebendige Art, wie die einzelnen Glieder, die Arme und die Beine und der Rumpf, mit dem Kopf verbunden sind. Und Paulus sagt jetzt, dass die Gemeinde Jesu Christi so strukturiert ist, dass Jesus den Kopf darstellt und alles andere, nämlich die Menschen in einer Gemeinde, den Leib oder den Körper. Und wenn ihr euch einmal überlegt, wofür wir unseren Kopf haben oder zumindest haben sollten, dann leitet und strukturiert unser Kopf alles, was in unserem Körper geschieht. Wir haben Bahnen, Nervenbahnen, die vom Kopf in den ganzen Körper reingehen und die einfach per Befehl sagen können, beweg deinen Arm, beweg dein Bein. Und wir haben Nervenbahnen, die aus den Beinen und Armen in den Kopf ziehen und dem Kopf permanent erzählen, wo sich zum Beispiel gerade unser kleiner Finger befindet oder wie es in unserem Darm abläuft. Alles läuft im Kopf zusammen. Und das ist das, was Paulus hier sagen möchte mit dem Ausdruck, er ist das Haupt des Leibes,
Man könnte auch mit anderen Worten sagen, Jesus ist der Kopf des Körpers der Gemeinde. Er möchte deutlich machen, im Kopf, also bei Jesus Christus, läuft alles zusammen und alle Befehle, alle Aufforderungen, die der Körper ausführen sollen, kommt vom Kopf, also von Jesus Christus. Das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Und Gemeinde Jesu Christi ist dann Gemeinde, wenn Jesus das Haupt ist. So einfach kann man Gemeinde im Grunde genommen definieren. Und dort, wo Menschen zusammenkommen und vorne an die Tür Kirche schreiben, aber Jesus Christus außen vor lassen, weil Jesus nicht mehr das Sagen dort hat, dort muss man sagen, von der Bibel her ist dort eigentlich keine Gemeinde Jesu Christi. Da treffen sich Menschen und reden vielleicht über gute Sachen, aber es ist keine Gemeinde Jesu Christi mehr. Gemeinde Jesu Christi hat überhaupt nichts mit einem Gebäude oder Ähnlichem zu tun, sondern Gemeinde Jesu Christi hat etwas mit Menschen zu tun, die zusammenkommen und Jesus Christus als ihren Haupt annehmen. Das heißt, dass sie danach fragen, was Jesus möchte und von Jesus die ganzen Aufforderungen für ihr praktisches Leben annehmen und alles, was sie ihrerseits tun, zu Jesus Christus zurückführen. Das ist Gemeinde Jesu Christi im biblischen Sinne. Die Frage ist, warum darf Jesus diesen Anspruch erheben, Haupt der Gemeinde zu sein? Warum ist es nicht irgendjemand anderes, irgendein höher gestellter Mensch, der Papst beispielsweise? Das begründet Paulus mit den folgenden Versen. Er sagt, Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und dann geht's weiter. Dieser ist der Anfang. Und wovon ist er der Anfang? Der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Wie gesagt, wir sind hier in einer poetischen Sprache unterwegs. Aber wenn man es runterbricht, was Paulus hier sagt, macht er deutlich, Jesus Christus hat deshalb die Legitimation und als einziger die Legitimation, das Haupt der Gemeinde zu sein, weil er der Erste aus den Toten ist. Der Erste aus den Toten ist ein anderer Ausdruck dafür, dass Jesus Christus der Erste und einzig Auferstandene ist. Dass er derjenige ist, der die größte Macht besiegt hat, die uns Menschen begegnet, nämlich den Tod. Und das ist jetzt ganz schön viel aufeinander. Zuerst einmal gab es vielleicht schon vor Jesus Situationen, in denen Menschen aus dem Tod wieder lebendig geworden sind. Wer die Evangelien kennt, weiß, dass Jesus selbst ja Leute lebendig gemacht hat. Ich meine, die Wunder im Neuen Testament, die ja häufig so irgendwie abgeschüttelt werden, sind eigentlich keine besonders große Glaubensherausforderungen. Ja, wenn Jesus nur ein normaler Prophet war, dann ist es wirklich schwer vorstellbar, dass er Menschen lebendig gemacht hat. Aber schauen wir uns noch einmal an, was wir schon alles über Jesus Christus erfahren haben. Jesus ist Gott und Jesus ist ewig. Und ein ewiger Gott, also ein Pleonasmus, Gottes muss ewig sein, ein ewiger Gott, der auf dieser Welt unterwegs ist und Menschen lebendig macht, da wird man nicht staunen und sagen, was, Gott kann Menschen lebendig machen, sondern dann ist es etwas, was wir erwarten von jemandem, der für sich beansprucht, Gott zu sein. Ein Gott kann Menschen lebendig machen. Das ist erst einmal nicht weiter verwunderlich. Aber die Frage ist, warum schreibt Paulus, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist? Also, dass er der Erste in einer qualitativen Vorrangstellung ist, dass er der Erste auferstanden ist. Die Antwort liegt darin, dass Jesus diejenigen, die Jesus lebendig gemacht hat, wieder gestorben sind. Lazarus beispielsweise hat er lebendig gemacht, nachzulesen in Johannes Kapitel 11. Und Lazarus ist dann anschließend wieder verstorben. Was Jesus hier für sich beansprucht, ist, dass er der Erste ist, der den Tod endgültig besiegt hat. Das heißt, dass der Tod seit Jesus Christus nicht mehr die Macht hat, die er sonst für uns Menschen hat. Wenn ihr in die Literatur schaut und Philosophen oder auch Literaten sich mit dem Tod auseinandersetzen, werdet ihr feststellen, dass sie alle irgendwie recht ernüchtert sind. Es gibt
auch in der medizinischen Forschung eine Dame, Kübler-Ross heißt sie, die sich viel mit dem Tod auseinandergesetzt hat und dann proklamiert hat, ja, der Tod ist eigentlich was ganz Schönes. Sie hat dann Nahtoderfahrungen als Basis dafür genommen, hat die 20% Nahtoderfahrung außen vor gelassen, die negativ sind, und hat die 80% genommen, die Lichtwesen darstellen, Himmelwesen darstellen, und hat gesagt, eigentlich ist der Tod was Wunderschönes. In dem Moment, wo sie selbst auf den Tod zuging, schon demenzkrank war, hat sie alles getan, um am Leben zu bleiben, weil sie furchtbare Angst vor dem Tod hat. Das zeigt, wir können uns Dinge einbilden über den Tod, wie wir wollen, wenn wir selbst auf den Tod zugehen. Und jeder von uns, der mit dem Tod konfrontiert wurde durch Angehörige, weiß, wie krass der Tod sein kann oder immer auch ist und wie einschneidend der Tod ist. Der wird definitiv nicht sagen, der Tod ist was Harmloses. Der Tod ist unser letzter Feind, das sagt die Bibel auch. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich habe die Macht des Todes gebrochen. Ihr werdet noch sterben müssen wahrscheinlich, aber dieser Tod hat nicht mehr die Macht über euch. Warum? Weil ich die Macht des Todes gebrochen habe dadurch, dass ich auferstanden bin. Und jetzt sagt Jesus, jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, für denjenigen, der nun an diesen Jesus Christus glaubt, der den Tod besiegt hat, darf wissen, wenn er stirbt, ist das nur ein Übergang von diesem Leben zu einem Leben mit Jesus, wo wir ihn sogar sehen werden, direkt von Angesicht zu Angesicht. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückspannen, sagt Paulus, warum darf alleine Jesus das Haupt der Gemeinde sein? Weil er diesen Status sich erarbeitet hat, in Anführungsstrichen, dadurch, dass er der Einzige und Erste auferstanden ist. Weil er der Einzige ist, der die größte Macht besiegt hat, die uns Menschen begegnet, und das ist der Tod. Das ist ganz schön viel aufeinander. Aber Paulus, so wie er ist, bleibt hier nicht stehen, sondern haut nochmal obendrauf, indem er Vers 19 und 20 anfügt und damit das Loblied zu seinem Höhepunkt bringt. Er schreibt ab Vers 19 Folgendes, und damit kommen wir zum letzten Punkt heute. Denn es gefiel Gott, in ihm, also in Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt, und der lautet, muss ich einmal wieder hier in die Untiefen der PDF-Version hineinsteigen, und der lautet so, ich hab's, Jesus und Erlösung. Jesus und Erlösung. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Damit nimmt er noch einmal die Aussage von Vers 15 auf, wo er sagt, Jesus Christus ist nicht nur ein Abglanz von der Herrlichkeit Gottes, wo ein Teil von Gott drin steckt, sondern Jesus selbst ist Gott. Und zwar auch in dem Moment, wo er Mensch geworden ist. Vers 20. Und durch ihn, also durch Jesus Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes durch ihn. Hier kommt ein ganz wichtiger Ausdruck ins Spiel, und zwar der Begriff Versöhnen. Versöhnung bedeutet, dass zwei Seiten vorher miteinander im Krieg sind oder in irgendeiner Art von Auseinandersetzung sind und dass diese zwei Seiten nun zueinander geführt werden. Ich hatte vorhin schon einmal kurz darauf angespielt, als es darum ging, dass alles zur Ehre Gottes gemacht ist, dass unser Leben eigentlich dazu da ist, dass wir Jesus verherrlichen. Und hier wird das nochmal etwas genauer ausgeführt. Paulus sagt, in Übereinstimmung mit dem Rest der Bibel, die Bibel sagt, könnte man auch sagen, dass der Mensch in einer Situation sich befindet, die getrennt ist von Gott. Das heißt, dass unser ganzes Leben Jesus aus dem Mittelpunkt herausdrängt, in dem er eigentlich sein sollte.
Wenn ihr euch nochmal anschaut, was wir jetzt über Jesus alles gelernt haben, dann muss man sagen, Jesus ist der Größte. Und genau das ist ja der Tenor dieses Lobliedes. Jesus ist der Einzige, Jesus ist der Größte, Jesus hat alles gemacht. Jesus hat Anspruch auf dein Leben. Jesus hat dich gemacht und Jesus hat Anspruch darauf, dass dein ganzes Leben sich um Jesus Christus herumdreht. Und wenn du in dein Leben guckst, musst du relativ schnell sagen, also um Jesus dreht sich wahrscheinlich relativ wenig in deinem Leben. Und es geht auch nicht darum, dass wir einmal kurz innehalten und sagen, wow, das ist Jesus, okay. Und dann unser Leben weiterleben, so wie man vor einem schönen Bild stehen bleibt und sagt, Anerkennung, der Künstler hat es wirklich gut gemacht, tolles Bild und weitergehen. Das meint die Bibel nicht mit Anerkennung, mit Anbetung, sondern die Bibel meint mit Anbetung, die wir, eine Anbetung, die wir Gott schuldig sind, dass unser ganzes Leben, jeder Atemzug, den wir tun, jede Minute, die wir leben, für Gott gelebt wird. Und dann sagt sie, dass kein Mensch das leben kann. Es gibt keinen, der diesem Anspruch gerecht wird. Und weil dem so ist, muss Gott uns dafür bestrafen. Und er bestraft uns dadurch, dass er uns komplett trennt von ihm, dass er keine Gemeinschaft mehr mit uns hat, dass er der unsichtbare Gott bleibt. Ein Gott, der uns ferne ist. Aber da Gott nicht nur diese Heiligkeit auszeichnet, sondern auch eine große Liebe zu uns, hat er selber etwas ins Leben gerufen. Und das steht nochmal in Vers 19, denn es gefiel Gott. Gott hatte Gefallen daran, wieder Kontakt zu uns Menschen zu haben. Er musste es nicht tun, aber es gefiel ihm. Warum? Weil er uns lieb hat. Und diese Liebe drückt sich darin aus, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sendet. Und in dieser Welt wohnte in Jesus Christus die ganze Fülle. Das heißt, dass Jesus Christus auf der Welt weiterhin sündlos war und alleine jemand, der selber für sündlos ist und keine Strafe auf sich für sich übernehmen muss, ist fähig, die Strafe anderer zu übernehmen. Und das kommt dann mit dem Versteil hier zum Tragen, wo Paulus schreibt, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Wobei Blut ein Ausdruck dafür ist, dass Jesus an unserer Stelle stirbt. Das schreibt er dann zwei Verse weiter, wo er genau Blut quasi durch Sterben dann ersetzt. Das heißt, es geht nicht um das Blut an sich, dass das Blut vergossen wird, wie in einem magischen Sinne, sondern es geht darum, dass Jesus die Strafe übernimmt, die wir eigentlich tragen müssten. Und indem er das tut, nicht als Normalsterblicher, sondern eben als Gott selber, übernimmt er an unserer Stelle die Strafe und dadurch versöhnt er uns mit Gott. Also ein ziemlich komplexes Gebilde, was nicht daran liegt, dass Paulus sich das so ausgedacht hat, weil er gerne komplexe Gedankengänge hat, sondern weil es komplex war für Gott, zwei Dinge übereinzukriegen. Zum einen seine Heiligkeit. Seine Heiligkeit führt dazu, dass er mit uns Menschen nichts zu tun haben kann, weil unser ganzes Leben gegen Gott steht, gegen Gott gerichtet ist, feindlich gegenüber Gott gesinnt ist. Das lesen wir dann ab Vers 21 und 22. Und dass Gott gleichzeitig eine tiefe Liebe zu uns Menschen auszeichnet. Und diese Liebe dazu führt, dass er einen Weg finden muss, heilig zu bleiben und Liebe zu bleiben. Und die Lösung besteht darin, dass er selbst in seinem Sohn die Strafe auf sich nimmt, an unserer Stelle stirbt und nun Versöhnung anbieten kann. Versöhnung, die echte Versöhnung darstellt. Nicht eine Versöhnung, wo er sagt, Schwamm drüber, sondern wo er sagt, die Strafe ist wirklich bezahlt und jetzt darfst du, wenn du an Jesus Christus glaubst, diese Versöhnung annehmen. Und dann schließt Paulus seine Ausführung noch einmal mit dem Verweis auf Erde und Himmel und sagt sowohl, was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also er versöhnt sowohl, was auf Erden als auch was im Himmel ist. Hier muss ich ein kleines Missverständnis ausräumen. Einige haben daraus geschlussfolgert, dass dann einfach alle automatisch versöhnt sind.
Das möchte Paulus hier nicht sagen, auch das zeigt sich dann einfach direkt im nächsten Vers. Also die meisten Irrlehren, die entstanden sind, liegen daran, dass man einfach nicht weitergelesen hat in der Bibel. Wenn man nämlich einfach weiterliest, wird man sehen, die Kolosser, die hatten die Situation, dass sie genauso wie jeder andere Mensch feindlich gesinnt ist gegenüber Gott. Und was haben die Kolosser dann getan? Die haben an Jesus Christus geglaubt. Das heißt, die haben gesagt, ich sehe ein, dass mein ganzes Leben sich um mich selber dreht, statt um Jesus. Und ich sehe ein, dass ich Jesus brauche, damit ich Versöhnung bekomme. Und wer das tut, wer einsieht, dass sein ganzes Leben an Jesus vorbeigelebt wird und gleichzeitig Jesus aber der einzige Mensch ist, der mich wieder mit Gott in Verbindung bringen kann, wer das glaubt, der darf diese Versöhnung für sich persönlich annehmen. Das heißt, was Jesus am Kreuz tut, ist, objektive Gerechtigkeit herzustellen und ich kann sie subjektiv für mich in Anspruch nehmen, wenn ich das im Glauben annehme. Das kann man zum Beispiel tun, indem man betet, indem man zu Jesus Christus betet, der Gott ist und deshalb uns überall hört und ihm sagt, ich sehe ein, dass mein ganzes Leben an dir vorbeigelebt ist. Dass ich eben nicht das tue, was du eigentlich von mir forderst, nämlich, dass mein ganzes Leben auf dich ausgerichtet ist. Und ich brauche dich, Herr Jesus. Ich brauche das, was du am Kreuz getan hast. Und die Bibel verspricht, dass jeder, der das tut, aufrichtig, dass er echte Versöhnung bekommen wird. Es gibt ein sehr schönes Bild, was Paulus selber dann verwendet und was, denke ich, sehr eindrücklich ist. In Kapitel 2, Vers 14 im Kolosserbrief. Und zwar schreibt er dort davon, dass was Jesus am Kreuz getan hat, nochmal mit anderen Worten. Er sagt dort, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Das heißt, Paulus gebraucht hier nicht den Begriff der Versöhnung, sondern den Begriff des Juristischen, der Schuldschrift. Er sagt, jeder Mensch hat eine ellenlange Schuldschrift und die wird jeden Tag länger. Und Jesus hat diese Schuldschrift, die wir eigentlich bezahlen müssen mit unserem Leben, ans Kreuz genagelt. Und jeder, der sagt, ja, auch meine Schuldschrift hängt dort und Jesus hat wirklich meine Schuld getragen an meiner Stelle, der darf diese Versöhnung für sich persönlich in Anspruch nehmen. Die Frage an dich am Ende, wo ist dein Schuldschein? Trägst du es noch mit dir herum oder gibst du es Jesus Christus ab, der es für dich ans Kreuz genagelt hat? Mit anderen Worten, nimmst du die Versöhnung, die für dich bereits fertig ist, die bereits komplett da ist, nimmst du sie für dich persönlich an oder lebst du dein Leben weiter an Jesus Christus vorbei, der dich gemacht hat, der dich ins Leben gerufen hat und der deshalb auch einen Anspruch auf dein Leben hat? Ich hoffe, dass mit diesem poetischen Text von Paulus ein bisschen deutlich geworden ist, mit wem wir es bei Jesus Christus zu tun haben. Jesus Christus ist der Nabel der Welt, könnte man auch sagen. Um Jesus Christus dreht sich alles. Wer mit Paulus, wer mit den anderen Aposteln zusammen etwas über Jesus Christus erfährt, der muss sagen, entweder ganz oder gar nicht. Es gibt nicht die Situation, dass wir das über Jesus Christus erfahren und die Achsel zucken und sagen, kann sein. Es gibt nur die Möglichkeit, dass wir sagen, entweder nehmen wir genau diesen Jesus Christus an und wir beten ihn dafür an, er ist Gott, er ist ewig, er hat mich gemacht, er hat einen Anspruch auf mein Leben und er hat einen Weg geschaffen, wie ich mit ihm wieder Gemeinschaft haben kann, oder ich lehne ihn ab. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, gleichgültig zu bleiben. Weil Jesus Christus eben nicht irre war, keinen Wahn hatte und auch kein Lügner war, sondern Jesus hat diesen Anspruch auf dein Leben damit untermauert, dass er zum einen für dich ans Kreuz gegangen ist, aber zum anderen auch dadurch, dass er wirklich auferstanden ist und die Auferstehung belegt, dass Jesus der mächtigste Mensch und Gott ist, denn er hat die größte Macht gebrochen, mit der wir Menschen konfrontiert sind, nämlich den Tod. Damit bin ich am Ende dieser Bibelbetrachtung angekommen, der Jugendstunde. Und ihr habt euch vielleicht am Anfang noch Fragen notiert oder Sachen aufgeschrieben, wo ihr gesagt habt, das ist völlig unklar geblieben. Dafür wäre jetzt nochmal Gelegenheit. Ist noch irgendwas
an großen Fragezeichen oder noch größeren Fragezeichen da, dann könnt ihr die jetzt gerne stellen.